Volltreffer nicht nur im Großen Preis, sondern auch bei dieser Veranstaltung in Coburg. Beifall für eine Initiative des Coburger Tageblatts, die zum 8. Mal mit einem Varietéabend einen würdigen Abschluss fand, für die große Hilfe. Seit dem Frühjahr fanden zu Füßen der Feste Coburg größere und kleinere Aktionen statt, die alle einem Zweck dienen sollten, die Arbeit der Deutschen Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind zu unterstützen. Der Ideenreichtum kannte keine Grenzen und immer wieder war Oberbürgermeister Höhn als Schirmherr aktiv dabei. So bei einer Sofortbildaktion, die gegen einen Obolus von vielen wahrgenommen wurde. Leckeres Naschwerk war von Kindern gebacken worden und fand reißenden Absatz bei einer Verkaufsaktion in einer der Fußgängerstraßen der Stadt. Im ausverkauften Kongresshaus Rosengarten feierten staunende Landratten den Coburger Seemannschor, genauso wie die Vorführungen der Showtanzgruppe TSG Kreidlitz, die durch fantasievolle Kostüme und tänzerische Effekte das Publikum in ihren Bann zog. Initiator und Mitorganisator Roger Zink führte nicht nur gekonnt durch den Abend, sondern erwies sich handfest als Meister der Magie, in diesem Fall als Assistent von Tassini beim Zersägen einer Dame, die letztlich unversehrt dem Zauberkasten wieder entstieg. Zu den Höhepunkten zählte auch Peter Moretti als lebender Kugelfang einer scharfen Munition durch eine Panzerscheibe abgefeuert. Ein verdienter Applaus, der allen Beteiligten galt und den vielen Aktiven, die weit über ein halbes Jahr lang Mark für Mark zusammengetragen hatten. So eifrig wird wohl selten im Coburger Rathaus gezählt. 95.000 Mark für die Aktion Sorgenkind. Wir sagen allen Beteiligten Dankeschön für ihre Unterstützung. Und hier unsere heutige Monatsbilanz. Spenden in Höhe von 567.000 Mark und ein Lotterieerlös von 9 Millionen Mark. Insgesamt 9.573.240 Mark, die an Behinderteneinrichtungen weitergegeben wurden. Die unter anderem dazu verwendet werden, Behinderten Arbeitsplätze zu schaffen. Wie hier in Riegel am Kaiserstuhl, wo sie im Weinbau tätig sind. In 85 Orten in der gesamten Bundesrepublik wurden im vergangenen Monat die Gelder der Aktion Sorgenkind verteilt. Summen zwischen 2.000 und 400.000 Mark, die Behinderten helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Die Kindern in Frühförderstellen und Tagesstätten bessere Startchancen geben. Große Heime wurden ebenso gefördert wie kleine Wohngruppen. Unterstützung auch für Selbsthilfegruppen und ambulante Beratungsstellen, die helfen, ein selbstständiges Leben zu führen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein selbstständiges Leben ist auch für Behinderte ein Arbeitsplatz. Deshalb unterstützte die Aktion Sorgenkind bisher mit 600.000 Mark in Riegel am Kaiserstuhl die Caritas-Werkstätten St. Georgshof. Wein wird produziert. Konkrete Erfahrungen mit der Natur, mit der Umwelt sind wichtige therapeutische Ansatzpunkte. Die grüne Gruppe der Werkstatt baut außer Trauben noch Gemüse an. Beim Weinbau gibt ein Kaiserstühler Winzer fachmännische Anleitung, denn noch ist dies ein Modellversuch. Mit einem Bus der Aktion Sorgenkind werden die Trauben zum Keltern in ein Weingut gebracht, wo die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Vom Traubenanbau bis zum Verkauf, alles wird in der Werkstatt organisiert. Etiketten werden entworfen, Kreativität und künstlerisches Gestalten ist gefragt. Hier der beste Entwurf des vergangenen Jahres, gedruckt ebenfalls in der Werkstatt. Schon jetzt bieten renommierte Häuser der Freiburger Gastronomie Wein aus dem St. Georgshof der Riegeler Werkstätten an. Man darf gespannt sein auf den 88er-Jahrgang. In die Weinberge zog es auch 35 Mitarbeiter einer Stuttgarter Zweigniederlassung eines Bauunternehmens. Sie machten aus ihrem Betriebsausflug einen Aktivausflug für die große Hilfe. In Weinsberg bei Heilbronn halfen Ingenieure, Techniker und kaufmännische Angestellte bei der Traubenlese und stellten unter Beweis, dass sie nicht nur am Reißbrett flinke Hände haben. Stolze Bilanz nach diesem sonnigen Tag, 2000 Mark wurden erarbeitet, die das Unternehmen auf 4000 verdoppelte. Eine beachtliche Leistung der Aktivausflügler. Eine außergewöhnliche Anstrengung für die Deutsche Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind erbrachte auch Fritz Gülpen aus Würselen.
Unter Radtouristikfahrern ist er schon fast eine Legende. Mit 21.000 gefahrenen Kilometern wurde er auch 1988 wieder Jahresbester. Aber nicht nur im Sattel ist er der fleißigste Radwanderer. Weil in seinem Sport nicht nur Sieg und Leistung zählen, sondern auch das gemeinsame Erleben, sammelte er auf allen Veranstaltungen bei seinen Sportkameraden insgesamt 6.838 Mark für Behinderte. Dankeschön für diese Leistung und weiterhin viel Erfolg. Dass neue Ideen immer wieder aufs Neue zur großen Hilfe beitragen können, zeigt dieses Beispiel aus Moers. Eine 50 Quadratmeter große Wandfläche an einem Einkaufszentrum. Darauf konnten sich die Passanten von dem französischen Maler David Miró porträtieren lassen. Eine einmalige Gelegenheit, die gerne wahrgenommen wurde, weil sie auch einem guten Zweck diente. Denn ehe der Künstler zum Pinsel griff, musste für die Aktion Sorgenkind gespendet werden. David Miró und alle diese Mörser Bürger trugen so mit dazu bei, dass ihre Stadt ein bisschen bunter und das Konto der Hilfe um 5.514 Mark höher wurde. Wiederum besonders erfolgreich war eine Initiative deutscher Kurdirektoren. Nach dem zünftigen Einzug mit Oldtimern trafen sie sich im Rahmen des Deutschen Bädertages in Bad Salzuflen zum fünften Mal zu einem Fußballspiel für die Aktion Sorgenkind. Unterstützt von Prominenten wie Erwin Kustede oder Klaus Fischer. Auf dem Rasen schenken sich die Spieler nichts und am Ende stand es 6:5 für die süddeutschen Kurdirektoren. Doch Punkte waren nebensächlich, vor allem zählten die Spenden. Und die betrugen zusammen mit dem Scheck einer medizinisch-pharmazeutischen Vereinigung 32.400 Mark. Beifall für das bisher höchste Ergebnis auf das Konto 240. Verehrte Zuschauer, aus Anlass des Eklats im Bundestag über die Rede des Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger nehmen wir eine ZDF-Spezialsendung in unser Programm. Im Anschluss an das Heute-Journal um 22.10 Uhr dokumentieren wir die Rede. Ruprecht Eser und Klaus-Peter Siegloch diskutieren unter anderem mit Walter Jens, Arnulf Baring und Michael Fürst vom Zentralrat der Juden. Der vorgesehene Beitrag »Wer ließ Dalzi S. ermorden?« wird zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Was heißt für Sie, Leben ist mehr? Das bedeutet für mich im Grunde ein echteres Leben. Ein Leben in mehr Übereinstimmung mit meinen Bedürfnissen, mit meiner Arbeit, mit meiner Umgebung, mit der Natur. Ein Leben, in dem die menschlichen Kontakte offen, wahrhaftig, liebevoll, vertrauensvoll und mitfühlend sind. Morgen essen wir bei dir. Du Katze, mach dich hier vom Acker. Machst du das? Willkommen, meine Damen und Herren, zu Leben ist mehr unserer Kontaktereihe. Religion sei erledigt, bedeutungslos vergessen, sagen die einen. Andere suchen intensiv nach einem neuen Rahmen der Orientierung, nach einem vertieften Lebenssinn. Ja, die Frage nach Gott kann sogar auf den Titelseiten einiger großer Zeitschriften erneut erscheinen. Wir wollen dieser Entwicklung ein wenig nachgehen in dieser und der nächsten Kontakte-Sendung. Dazu zunächst Lebensgeschichten. Gast im Studio wird die Schriftstellerin und Theologin Dorothee Sölle sein. Hanne Huntemann berichtet. Das ist Nielsen aus Mainz. Baden ist seine